Ein ganz wesentliches Ergebnis ist, dass Kinder und Jugendliche sehr gut Auskunft geben können und dass sie auch Auskunft geben wollen über ihre Interessen, über die Art und Weise, wie ihre Rechte wahrgenommen werden und über ihre Bedarfe. Das, finde ich, ist ein ganz zentraler Punkt. Denn Kinder und Jugendliche werden viel zu wenig, viel zu selten gehört und ihre Stimme wird nicht ernst genommen. Wir haben bei der Bedarfsdimension rechte Beteiligung und gute Interaktion danach gefragt, was Kinder und Jugendliche für ein Wissen haben über Rechte. Und da zeigt sich, dass das Alter ganz entscheidend ist. Also 33% der 8-jährigen Kinder weiß nichts über Rechte. Je älter Kinder werden, je besser wird das Wissen über Rechte. Und hier haben wir einen ganz zentralen Anknüpfungspunkt für die Politik, aber auch für andere Erwachsene, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Ein zweiter Befund an der Stelle ist, dass auch der Schultyp entscheidend ist. Kinder und Jugendliche an Gymnasien verfügen über mehr Wissen über Kinderrechte als in den anderen Schulformen. Und dieses Wissen müssen wir haben, wenn es darum geht, Kindern und Jugendlichen überall dort, wo sie sich aufhalten, gerecht werden zu können. Wir stellen immer wieder fest in den verschiedenen Befragungen und auch in dieser Befragung, dass Erwachsene, Forscherinnen und Forscher, bestimmte Vorstellungen im Kopf haben, wenn sie bestimmte Begriffe verwenden. Also etwa den Begriff, wie zufrieden bist du mit deiner Freiheit, die dir gewährt wird. Da haben Kinder und Jugendliche andere Vorstellungen. Es ist also ganz wichtig, im Gespräch mit Kindern und Jugendlichen, auch bevor man die Befragung macht, mit ihnen zu klären, was sie unter bestimmten Fragen, unter bestimmten Verständnis, welche Verständnisweisen sie haben von zentralen Begriffen. Die Fragebogenerhebung hat gute Möglichkeiten, das zeigt auch Children's Words, zu Erkenntnissen zu kommen. Aber wenn wir wirklich vertiefter blicken wollen in das Wie von Erfahrungen, dann braucht es andere Methoden. Also auch darin liegt eine wesentliche Herausforderung.